Hallo und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3 mit der letzten Verabschiedungsmusik. Jetzt zur Willkommensmusik. Rico geht ab. Mach uns den Würfel, Rico. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und der andere, der besäuft sich da von dieser Zweimann-Band. Abartig. Das ist aber schon so einer. Und ich warte jetzt schon eine Weile wieder, bis diese Folge hier fertig gerendert war, ne? Und dieser Bauarbeiter da, gell? Dieser dunkel pigmentierte, nenne ich ihn jetzt mal, steht einfach nur da. Das ist so ein typischer in Deutschland, ihr wisst es ja, die Meister, ne? Die stehen immer rum und der Rest arbeitet. So ist es ja eigentlich bei den Meistern, oder? So, genau, Musik ist erstmal aus. So, und ich würde sagen, wir machen es fair. Das letzte Mal haben wir eine Weiße aufgehängt und jetzt einen Bauarbeiter. Er ist auch weiß, übrigens. Er ist, Tja. Jetzt zerreißen wir ihn fast. Nee, leider nicht. Zerrissen ist er nicht. Ja, ja, gell? Habt ihr das gehört? Oh, das könnte interessant werden. Da guckt er einfach zu. Oh Mann, sorry. Ja, jetzt hat er schon wieder gesagt. Wer sagt denn das immer? Denkst du? Ich weiß nicht, ob ich weglaufen oder zusehen soll. Ups. Das war doch bestimmt der Säufer hier. Der Säufer hat es doch gesagt. Was? Der hängt immer noch da. Schon ein bisschen böse, oder? Schon ein klein bisschen böse. Aber gut. So, sorry. Okay. Ja, Überläufer. Ich bin ruhig. Ah, guter Mann, danke. Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf. Dieser Hüftschuh. Ich verstecke mich in aller Öffentlichkeit. Gut, was? Also dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme? Wir wären nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja, gut. Klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist noch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platz sonst. Ich muss immer noch dran denken, was wir gerade eben an der Statue wieder gemacht haben. Was der eine da gesagt hat. Oh Mann. Oh Mann. Oh, wie dumm kann man nur sein. Ehrlich. Ja, ja, der ist unfassbar. Oh, sorry, das war gerade echt schwierig, während diesem Lauf hier, während dem Zwischensequenz ruhig zu bleiben. Das war echt nicht einfach. Jetzt komm rein. Oh, okay. Ich muss jetzt echt wieder kriegen, das ist echt schlimm mit mir. Ah. Der gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind sauber drin. Das Ding soll nicht gepanzert sein? Was ist nur los? Ist doch auf so einen Scheiß zu reden. Oh Mann. Die Seiten zu wechseln wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Sende jetzt meine Position. Dima sagt, der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Oh, so, jetzt. Niemand arbeitet gern für die Ravenna. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. Was? Millionen. Sag ich doch, 5 Millionen. Oh. So. So. Alter,
Rico. Ich bin Dr. Sino Antidicada aus Tiravellos Bavarium Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschuss? Sein Begleitschuss? Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Bondi. Mario, hol den Wagen. Sino, können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf zwei Ziele schießen. Ziele? Okay. Schauen wir mal, wo es lang geht. Muss ich beide jetzt beschützen? Meine Kollegin Dima hat versprochen, sie würde meine Flucht in die USA arrangieren. Ich brauche ein Haus in Alleinlage und... So. Wie wär's damit? Sie werden nicht sterben. So. Warum ist es denn, ja, genau, das wollte ich eigentlich haben. Sehr gut. Mario. Nein. Okay, Doc, Sie sind also Wissenschaftler, eh? Was erforschen Sie denn so? Scheiße, die schießen auf mich eigentlich, Digga. Aber dem General geht es bei unserer Forschung nur um Waffen. Ja. Einige meiner Kollegen getötet. Okay. Also, muss ich überlaufen. So. Hey, läuft ganz gut bis jetzt. Wir schaffen sie hier im 0, nix weg. So, ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich da mal reinprabbel manchmal. Aber manchmal geht's nicht anders. Was machen Sie da? Jetzt halt doch die Pappe, ey. Ja, echt? Ich glaube, das ist ein Standardding. Ups. Das ist eine Flak. Was ist eine Flak? Ran, bis ich sie erledigt habe. Ach so. Schwing die Hufe! Die Verstärkung ist nicht mehr weit weg! Ja. Hör mit der Ruhe. So. So, die musste ich jetzt leider noch aus dem Weg räumen vorher, bevor ich die hier deaktiviere. Ich hätte sie eigentlich auch zerstören können, gell? Das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Alles klar. Einfach aus der Ferne. So, kurz Munition auffüllen. Sino, ich will mich ja nicht ranhängen. So. Können Sie mir von da unten wirklich helfen? Ja. Sogar ganz gut. Will man meinen. Keine Sorge, Doc. Ich arbeite daran. Alter, jetzt fahren die sich gegenseitig schon wieder. Und Rico ist auch hier. Ja, der ist platt. Ne? Das ist ja sehr beruhigend. So. Gut, gut. Gut, die Rebellion unterstützt uns. Sehr schön. Na komm. Ja, ich bin da schon dran. Es ist frei gar nicht so einfach, Kollege. Na, was machst du denn jetzt? Ach, scheiße, deswegen. Okay, auch keine Granaten mehr. So. So. Ja. Oh, shit. Wir gehen jetzt natürlich einfach eiskalt weiter. Oh, ich hab ein Problemchen gerade. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mich wieder heilen. Oh, Alter, die kriegen gerade richtig Packung, glaube ich. Komm, mach mal weiter. Wo? Da vorne? Ah, scheiße. Ist nicht mehr weit weg. Scheiße, Mario ist gleich hin. Rico, mach endlich deinen Job
Ja, Rico ist eigentlich. Ja. Rico ist, glaube ich, erledigt. Ah. Ja, zwei sogar. Doppelt so hart. Drei. Von diesen Hardcore-Pissern. Einer so ein Halb-Hardcore. Oh, oh man, tut mir echt leid. Es ist echt härter wie erwartet, das Ganze. Und Mario ist eh eigentlich so gut wie down. Ja, Mario ist eigentlich down. Was soll das werden, Rico? Oh Mann, ey. Wie kommen denn da jetzt schon wieder? Ist das einer von uns? Ist einer von uns, oder? Was uns folgt? Ist das schon mal gar nicht so übel, aber die Kiste fliegt echt bald auseinander. Da hat er jetzt nicht gelogen. Oh, da kommt aber schon wieder jemand anderer. Mhm. Da sehe ich jetzt keinen im Moment. Tja. So, das ist erstmal erledigt hier. So. Okay. So. Wir sind hier. Hilf uns, den Rest von der Ravelos-Truppe zu erledigen. Okay. So. Okay. Wo ist denn noch einer? Da kommen noch welche. Scheiße. Okay. So. Ah, Mann, ich sag schon wieder fast nichts, ne? Tut mir echt leid. Oder? Ja. Okay. Nachladen. Jetzt habe ich die bessere Waffe wieder. Ist hier noch irgendwo einer? Mario, Zeno, sind beide da, beide leben. Und ich finde auch keinen mehr. Hallo? Muss jetzt warten, bis ich wieder nicht gesucht werde. Kann das sein? Aber wenn nicht Wert gesucht dran steht, dann... Da kommt noch was. Ja. Das ist jetzt aber ziemlich, oder? Yes! Wir wurden gewisse Versprechungen gemacht. Mir wurde Geld zugesagt. Und Land! Wir können Sie zu General Di Ravello zurückbringen, wenn Sie wollen. Tima, du Miststück. Du hast mich reingelegt. Mission abgeschlossen, Überläufer. Sehr gut. Aber ich muss zugeben, ich traue dem Typen noch nicht. Ich habe über die Daten von dem Scanner und die Informationen von Sino nachgedacht. Das Bavarium könnte nicht nur für Medici verheerend sein. Wir müssen uns treffen. Jetzt! Offenbar hat die Ravello eine Bavarium-Rakete entwickelt. Hoffentlich funktionieren die Codes von Sino noch. Er hatte einige interessante Bezeichnungen für dich. Nicht sehr sympathisch von ihm. Wir treffen uns an der Basis, Dima. Okay. Schauen wir mal ganz kurz. Basis Simaleon? Nee. Oder? Ist es? Das ist doch Simaleon. Also muss ich die doch einnehmen. Das dachte ich mir schon. Okay, sollen wir denn jetzt ohne die Hauptmission mal rübergehen zur anderen Insel? Oder sollen wir sagen, nein, wir machen erst die Hauptmissionen, so weit die Hauptmission, bis wir darüber kommen von alleine? Weil wir werden höchstwahrscheinlich rüberkommen, weil so wie es aussieht, müssen wir diese HSW
befreien, zerstören, abschalten. So, dass... Ach Gott, ich kann halt irgendwie nicht reden, habe ich das Gefühl. Oder täusche ich mich da? Okay. Ja. Wir müssen... Was ist halt los? Ja, wir müssen diese HSW abschalten, dass wir in der Hauptmission weiterkommen. Weil wir das Ding erst befreien müssen. Was war das für ein Teil? Noch so ein Teil. So, vermute ich jetzt auf jeden Fall mal. Ob es stimmt? Keine Ahnung. What the fuck? Oh, ne Menschen fressen eine Kuh. Ich warne schon lange davor. Aber keiner wollte auf mich hören, dass es menschenfressende Kühe gibt. Jetzt habt's das. Jetzt wisst ihr's. Der Wagen ist frisch poliert. So. Ja, okay. Nicht mehr lang. Ist das ein Panzerding? Das ist echt ein Panzer, ja? Tatsache, steht hier einfach ein Panzer rum. Ah, genau, Waffen. Gute Sache. So, jetzt bin ich wieder voll. Das gefällt mir. Okay, dann fliegen wir mal in Richtung Simaleon, würde ich sagen. Wollen wir mit dem Auto fahren? Das haben wir, glaube ich, noch nie getan, gell? Das sollen wir jetzt schon... Naja, vergiss es mit dem nicht. Mit dem LKW auch nicht. Hm, der sieht doch schon annehmbarer aus. Oh ja, der hört sich auch gut an. Oh ja, der hört sich gut an. Sehr schön. Ich glaube, das haben wir echt noch nie gemacht. Mit dem Auto mal zu einer Hauptmission gefahren. Es dauert wahrscheinlich auch ein bisschen länger, aber wir sehen auch mal ein bisschen anderes Land, denke ich. Weil ich kann mir vorstellen, dass wenn wir jetzt zum Beispiel durch irgendwelche Höhlen oder Tunnel oder sowas fahren, dass wir da durchfahren, was wir so an sich mit Wingsuit nicht sehen würden. Vermute ich. Auf jeden Fall. Drifter. Persönliche Bestleistung übertroffen. Die ist bestimmt trotzdem noch lange nicht gut. Wenn manche Cracks bestimmt richtig krasse Drifts hinlegen. Ja, seht ihr, den Tunnel kennen wir zwar zufällig durch unsere Motorradmission schon. Nee. Aber, ja. Trotzdem finde ich es mal ganz nett, hier lang zu fahren. Ja, hier genau. Ich weiß schon, was hier ist. Das kenne ich zufällig noch ein bisschen. Links rum einmal. Wow, Alter, das war knapp, oder? Und gleich nochmal verbessert die Bestzeit. Geile Sache. Ja, die Best Drift, nicht die Best. Jo, tschüss. Dass die noch schreit? Ich glaube, da wäre der Kopf ab, da wird nichts mehr schreien, glaube ich. Aber, ja. Also wenn der Dampf nicht reicht, mit 160 einen Berg hochzufahren, fehlt eindeutig ein bisschen Power. Und hier geht's fett reingedriftet. Yes! Cool, dann sind wir schon auf dem Weg jetzt nach oben. Leider war das nur der eine Tunnel. Aber den hatten wir auch schon gekannt. Aber vielleicht sollten wir das öfter mal machen, mit dem Auto zu fahren. Allein um ein bisschen fit zu werden für den Rest der Autorennmissionen. Allein dafür schadet es, glaube ich, nicht. Denke ich mal, oder? Was meint ihr? Schon, oder? Das ist, glaube ich, gar keine schlechte Idee. Machen wir einfach mal. Ein bisschen Autocruisen. Macht auch Spaß. Schadet nicht. Tut keinem weh. Ja, finde ich einfach geil. Richtig geil. Super. Ja, dann kann man auch mal sowas ausprobieren. So, Profis... Was ist das für ein Nummernschild eigentlich? DGR1, oder? DGRT. DGR1, glaube ich, ne? Muss ich da schon rein? Nee. Wie der sich da anhört, gell? Hört sich schon geil an. Richtiger V8-Sound. Hier rotzt. Voll geil. Der taugt mir. Gepardo heißt der. Er geht auch echt ab, wie Sau. Aber es gibt immer einen, der besser ist, gell? Auf jeden Fall. Aber der taugt mir schon ganz gut. Gefällt mir, der Karren. Muss ich mir merken. Ein Gepardo für eventuelle zukünftige Autorennen. Gefällt mir echt gut. Oh. Er hält auch was aus. Er hält mich aus. So. Ich weiß, ich muss zurück, aber ich will nur kurz was gucken, ob jetzt unser Ding schon da ist. Kann ich hupen? Mach mal auf! Hallo! Nee. Macht er nicht. Dann muss ich es wohl selber machen. Ich muss eh da hoch. Immer noch nicht da.
Hm. Schade. Egal. So. Okay, Raketen-Cowboy. Anna? So, wo ist es? Hier. Zack. Oh, vor allem jetzt wäre ich fast runtergesprungen. Okay, also ich würde sagen, Raketen-Cowboy machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Kommentar da lassen. Daumen hoch wäre auch super. Wenn ihr mich abonnieren wollt, einfach unten auf das Logo klicken, unten rechts am Bildschirm von euch. Und ihr könnt mich direkt abonnieren. Würde mich wahnsinnig freuen. Also macht es gut und tschüss.